Ein Jahr, 100 Videos und jetzt haben wir den Punkt erreicht, an dem das 100. Video voll ist. Dementsprechend gibt es jetzt das Best-of, von dem ich schon seit wahrscheinlich 6 Monaten rede. Vielen, vielen Dank für die Aufmerksamkeit, die ihr mir in den letzten 12, 13 Monaten geschenkt habt und viel Spaß mit dem Best-of. Dem Laden hier. Aber ein Jahr lang gewohnt ungefähr. Und der Armbrusttisch ist ein Mülleimer. Das Zimmer ist jetzt fertig. Lass ich jetzt auch so. Ja, komm mit der Schürze. Es geht los. Ja. Bier. Wenn ich das richtig verstanden habe, benutzen die Menschen, die das Bier hier machen, Barthaare von dem Typen, der hier vorne drauf ist. Pfeffer, bisschen Salz, Bier, ordentlich Honig. Goldbrande. Durch die Sicherheitskontrolle durch. Berlin. Na endlich. Prost. Endlich mal wieder am Flughafen, wa? Gibt's nur einen Verdächtigen. Super. Danke, ciao, schönen Tag noch. Wir arbeiten seit längerem mit Dick zusammen, mit Samsung, und die haben uns in einen neuen Monitor geschickt. Flachbildschirm. Super. Klimaanlage. Danke. Hier ist Wasserkoch. Kannst du mal unten anrufen, dass einer Wasserkocher ausstellt oder hochkommt und ausstellt? Zwei Leute brauchen wir. Einer muss einen Wasserkocher ausmachen, der andere macht einen Fernseher an. Frag mal nach wegen der Klimaanlage. Wasserkocher. Fernseher. Danke. Entschuldigung. Ein halber Liter Wein kostet, man höre, 4 Euro. Ich nehme 3 Amsel. Sind wir auf unserer Yacht? Hey! Wenn wir jetzt gerade hier sind, können wir auch gleich, das wollten wir sowieso machen, Erfolgstipps geben. Müsst das nur wollen. So reich werden will wie wir und auf so einer Yacht enden möchte. Abgeknallte Schrumpelbude. Jeder, es geht voran. Tritt der Captain in die Pedale ja da. Hey! Oh, Pferde. Ich kann mich nicht beklagen. Ups. Hast du schön geschlafen? Schule, Arbeit? Ich muss hören. Aufstehen. Erste Stunde Deutsch. Kaufland. Eine Keule Wein. Glas Wein vielleicht? Okay. Julius, zieh noch einen Sack Wein zur Wäsche. Stückzahl! Ich hab tatsächlich mit dem Kot genascht. Stinkt überall nach Kacke und Bier. Ich hab's vorher schon gestimmt, weil du da warst. Stimmt. Hast du gut erkannt, alter Kacke-Detektiv. Hallo? Hallo? Jetzt kommt die Sonne raus, wa? Nachher kommt nämlich. Ja? Hallo? Ist für dich. Hallo? Wer ist da in der Dusche? Hier ist Hitler. Warum pisst Masse in unser Waschbecken rein? Schänder. Allein. Verdeckter Reporter. Ich glaube, ich messe mal meinen Schwanz. Ja. Ja. Bin der verdeckte Reporter. Brokant. Da unten ist die Wurzel. Kannst du schon sehen. Bald kommt die raus. Also, wir lernen heute neue Frauen kennen. Nimm nur die, die uns auch wirklich gefallen. Flut aus dem Dicken. 37. 2 Stunden gepennt. Drink it time. Immer Bier trinken. Sex. Ein Sextraum mit dem von Rammstein. Sex mit Till Lindemann. Ich muss dir zeigen, wie gebildet ich bin. Affe! Hier unten stehen noch die Sachen vom Einzug. Wann bist du eingezogen? Vor 2 Jahren. Ja, hallo, ich bin's nochmal. Hier sind Ausländer in meiner Küche. Was hast du denn vor? Du hast wie so ein Sextourist. Ganz schön viel! Ja. Heute habe ich verpennt. Ich wollte um 9 aufstehen. Dann bin ich aufgestanden um 2:30. Ich überlege schon die ganze Zeit, warum ich mich nicht wie ein richtiger Handwerker fühle. Logisch. Und wenn dann wieder mal der Wecker klingelt und ihr gerade wieder in eurem vollgemüllten Bett liegt, laufen. Spiel du doch mal da mit deiner Band, Marc. Warum macht dann das nicht? Das kann ich nicht. Der Tag beginnt. Timo. So halb hat ein Bibor gefangen. Ja, es haut ab. Großartig. Großartiger Wurf. Komm schon. Ja. Jupp. Hey! Es stinkt nach Füßen und vor. Langsam einschlagen. Das ist zu viel schon. Oh, oh. Ja, hier ist. What? Oh. So jetzt einparken, Mann.
Was heißt denn das? Arndt Arndt hat schon einen zu Bart gefangen. Zu Bart. Lagen von Madagaskar. Lass uns ein neuer Taxi. Oh. Heute werden ein Pokémon gefangen. Arndt, kommst du bitte? Nein. Pelikan. Guten Tag. Hallo, bist du Polizei Wolfsburg? Schönen guten Tag. Guten Tag. Wir brauchen einmal ihren Urinausweis. Bist du Polizei? Eieieiei. Lennart, kauf uns mal so ein. Ich will Porsche, wa? Ja. Hier könnte man auch gut wohnen, wa? Und sie spielt Cello in meinem Kello. Ich hab ein Bier gefangen. Man muss einfach nur so mit dem Herzen. Und schon ist es reingerollt. Sie hat eine gute, lange Naht hier. Ich weiß noch nicht ganz genau, wie. Hedes. Du, das sieht aus hier, als hätte eine Bombe eingeschlagen. Ne? Mal aufräumen. Hempels unterm Sofa. Hallo. Adolf Hitler Fanshop, was kann ich für Sie tun? Haben wir gerade so eine Gratisaktion, wenn Sie da zuschlagen möchten. Da gibt es vollgeschissenen Unterhosen noch oben drauf. Ja, das können wir Ihnen als Geschenk einpacken. Das machen wir. Schaukelstechen. Codewort. Arschewald. Hattet ihr in Tunesien überhaupt Schaukeln? Nee. Bist du Ski gefahren in Tunesien? Schlittschuh? Nur Kamelgelände. Adiletten. Mal gucken, ob wir uns hier irgendwo eine ordentliche Latte organisieren können. Die Lattenabteilung. Selber bauen ist der Mann. Latte, Latte, Latte. Meine Hobbys sind Fernsehen und Cola. Bitte die dicken Gäste nicht anfassen. Inkludieren. Aus dem Spanischen von includere, includere, includere. Mein Bankkonto ist voll. Kann morgen was abholen, ja. Samstag, 3 Uhr morgens. Bin gerade noch mal eine Runde joggen. Jetzt sind wir Aquariumbesitzer. Müssen wir mal gucken, was wir damit machen. Entweder verkaufen oder halt reinscheißen. Dann mähe ich noch den Rasen, wasche den Hund und rasiere mir die Füße. Tschüss. Mensch, das sieht der Herz allerliebst aus, was du da gezaubert hast. Krieg im Topf, ey. Ausländer in meiner Küche. Polizei. Sahel fährt gerade mit Timos Fahrrad. Sieht man gar nicht. Timo ist ja nur 40 cm groß. Und Sahel, Fahrradtour, so wie ist das? So call my number and send lady and I comes later. Maybe, maybe. Ja, 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 ja. Ich muss mal ganz kurz raus. Wieder da. Ja, sieht das schon prima aus. Machen wir das noch ein bisschen schöner und verteilen ein paar Kerzen oben drauf. Aber es ist schön im Braunschweig. Kommt man überall so nett zu Fuß hin. Du bist so der Getränkebeauftragte. Du musst den ganzen Tag den Kasten Bier hinter mir herschleppen. Stinkt aber auch nach Furz hier drin. Stinkt hier so. Es können nicht nur die Buletten sein. Salb ist immer Furzbuletten. Hose aus. Okay. Ach, guck mal, wer du bist. Herr Schulz. Hallo. Herr Arndt. Hallo. Kommst du trotzdem nicht rein? Lars, komm rein in die warme Aussehen. So, Arndt, mach's gut. Geiler Arsch. So, was ist denn das, was du da hast? Das ist eine Kamera. Moin. Hallo, hallo. Aha. World of Warcraft. Stinkt eklig nach Forts, ne? Ich kann bummeln gehen. Arsch, komm bummeln. Grüß dich. Herzlich willkommen bei Rewe. Wichser. Aber zuerst. Und dann geht's gleich mal weiter mit ein bisschen Jam. Du, hier wird auch wieder gebaut. Überall wird gebaut. So halb ist jetzt gerade nochmal absichtlich in Kacke getreten. Geh mal ran, das ist für dich. Und wer ist es? Du bist ein Sozialtrampel. Was ist für ihn? Immer nur am Internet. Arsch angucken. Badewanne. Schön eingeseift, der Arsch. Das ist auch eine Punk-Fan, die Kurt mit Hunde-Arsch. Eingeseift, gewunde Arsch oder was? Die hat in dieser WG übrigens auch echte Mäuse, so im Käfig. Zwei Käfige von der Mäuse. Erzähl doch mal, Elias, erzähl doch mal, was mit dem passiert ist. Die alle tot. Danke fürs Aufmachen. Dein Ernst? Mit dem Weg oder was? Machst jetzt jeden Tag ein Video. Ja. Ein Jahr lang. Ja. Wir fahren ins Waffengeschäft, ey. Ach so. Was für ein Wichser, ja. Verpiss dich.
Indianer kennt keinen Zucker. Der Durchbruch naht. Schnallt euch schon mal die Windeln an. Ich koch Eier. Würde ich nicht draufklicken. Ist scheiße. Timo, kommst du? Timo, bist du fertig? Essen kommt. So, jetzt sind wir gerade an der Bahnstation an die Krippe. Ein Kind auf dem Hähnchen, einem Lama, einer Katze und Pantoffeln. Ahoi, Kackeraden. Die Nimmerland-Kackeraden. Kann sein, dass ich damit relativ aggressiven Durchfall provoziere. Machst du einfach hier wieder mal ein bisschen was machen? Jeder erhaltene Auftrag sollte natürlich stets schriftlich festgehalten werden. Das ist so Hype. Mit dem war ich auch in einer Klasse. Achtung, Hände hoch. Meisterschütze. Team aus Motorrad. Hast du den Lippenstift eigentlich noch, oder? Anne Christian noch. Hi. Der Schuss wird geladen. In den Lauf. Schuss. Hey. Okay. Der Frost ist ein abgeknalltes Geschrumpel. Heute ist doch erst halb sechs. Das heißt halb sechs. Habt ihr noch vor? Nee. You really fucked. Arne. Du, Erne, jetzt geht's nach Hause. Jetzt geht's endlich wieder vor die Glotze. Jawohl. Könnt ihr noch schnell vier Kisten Bier mitnehmen? Moin. Ja, bist du auch fett? Naja. Zwei! Mit dem einen Eis Kacke draus, kriegst du dann. Hallo. Könnte sehr viel Geld im Spiel sein. Irgendwie stinkt es ja dann auf einmal nach Furze. Da kommt gerade das ganze Geld rein. Stechender Schmerz im Arsch. Hallo. Seib ist gefangen in einer Spielesucht. Seit Jahren ist er in der gleichen Unterhose unterwegs. Na, guck, es wird hier eine nackte Frau mit einem Stein angegriffen. Die Gewalt nimmt unglaubliche... Was ist da denn los, ey? 5.41 Uhr erst. Gehen wir jetzt schon pennen? Ja, dann spielen wir noch eine Runde. Hasselboot. Na, gut gepisst. Mein Lieblingsgericht ist Wurst und Cola. Aua. Haben wir aber zugeschlagen hier. Hallo? Man, Simon da. Hey. Richtiger Koch, wa? Das ist Simon und das bin ich. Jetzt gehen wir Simons Arsch. Ja, hallo! So, Timo, mach mir keine Quirilien. Ich hab gekackt. Und? Erreichst du wen? Nein! Das ist für mich persönlich. Von Problem her kein Problem. Hallo! Hier, Spray! Hallo! Cola! Oh, Spray! So, jetzt geht's nach Hause. Und heute mit Onkel Dave. Hier! Klingt nach einem neuen Auftrag. Und das heißt für uns... Hasselmond. Mit zu Hype die nächsten Projekte besprechen! Cola! Gibt ein Bier, haben sie mir bei Edeka aufgenötigt. Ja, lol. Kaffee gibt's. Jo, Durchfall oder was? Eine Durchfallparty auf dem Trampolin jetzt mal. Ja, wenn du unbedingt noch zwei Eis willst, nimm ruhig. Sonst gibt's ja einen frischen Aufschiss. Erstmal ein bisschen Wäsche machen. Haushalt und so. Macht ja sonst keiner. Bleibt alles liegen. Jetzt aus, Tobias, noch einen Kaffee. Durchfall ein bisschen ankurbeln. Oh! Hallo! Hallo! Prima! Das geht! Ja. Endlich wieder auf Achse! War Frau Fuchs! Dass sie nicht im Schlaf auf den Arsch küssen. Zwei Hamburger und eine Cola, bitte. Saufen. Großer Knus. Pelikan. Oi. Frühstück ist fertig. Double Credit Pressure. Wir trinken erstmal einen Schluck Kaffee und dann rasieren wir uns gegenseitig. Den Arsch. Und wichtig ist den Bauch immer. Yeah.
Hallo. Einen Döner bitte. Oh. Ja, lol. Muss er leider ein Bier trinken. Also ich hab genau gewollt. Interview noch. Was denken Sie, woran hat's gelegen? Warum haben Sie gewonnen heute Abend? Na gut, woran hat's gelegen? Woran es gelegen hat. Boah, so nett. Gibt's noch mal ein Rematch mit Felix? Ah! Gibt das ein YouTube-Video? Ach, guten Tag. Ach, guten Tag. Ein Döner bitte. Ah, ich gesehen! Einmal Aufschicht, dann Doppelschlag. Muss man. Hallo! 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 Ist ja auch mal schön, wenn man so ein bisschen rumkommt, ne? Hallo! Herr Poller! Glaubt man gar nicht. Hallo! Endlich Bier. Gerard! Keine Lust mehr auf diese Pferde. Oh, so, wieder mit den Jungs auf Achse. Hallo. Heute sind wir in Wolfsburg im Schön. Cappuccino. Solange Fietes läuft, ist alles Titte. Ja, jetzt mach ich erstmal mein Bett zu Ende. Fertig. Jetzt 28 alle. Pennen wir unseren Kumpels auf dem Fußboden. Und ich denke mich mit meiner Jogginghose zu. Don Scheiß, der ist im Sitzen eingepennt und der Kumpel hat jetzt angetickt und ist da rückwärts von der Bank gefallen und ist nicht aufgewacht.